Schulleiter Michailo Aljoschin hat derzeit viel zu tun. Der Direktor einer Schule in der ukrainischen Hauptstadt Kiew trifft letzte Vorbereitungen für das neue Schuljahr, das am 1. September startet. In diesem Raum im Keller des Schulgebäudes werden die Schüler voraussichtlich viel Zeit verbringen, zu ihrem eigenen Schutz bei russischen Luftangriffen. Sobald die Sirenen erklingen, unterbrechen wir jede Aktivität, egal ob es sich um Essen, Spaziergänge oder Unterricht handelt. Unser Personal wurde für solche Vorfälle geschult. Wir müssen unsere Teams zusammenstellen und alle Klassen müssen 2 Evakuierungsrouten zu den Schutzräumen hier unten nehmen. Laut ukrainischem Bildungsministerium ist etwa die Hälfte der Schulen im Land auf einen Präsenzunterricht ausreichend vorbereitet. Schulen, die über keinen Schutzbunker verfügen, bieten Online-Unterricht an. Viele Eltern fürchten um das Leben ihrer Kinder. Julia Chatravenko-Sokolowitsch, selbst Lehrerin, will ihre Tochter aber in die Schule schicken. Jede Möglichkeit des Präsenzunterrichts ist meiner Meinung nach die beste Lösung für mein Kind. Sie muss Kontakte zu Gleichaltrigen knüpfen, sie braucht lebendige Interaktion. Die Schule ist viel sicherer als unser Haus. Wir haben 21 Stockwerke und keinen Schutzraum. Es ist also nicht vergleichbar. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar ist der Unterricht für Millionen von Schülern ausgefallen.